So, willkommen zurück bei Minecraft Let's Play, wenn ich bitte sagen darf. Für diejenigen, die das nicht mitkriegen. Man kann ja durchaus sein. Ich möchte ja nicht sagen, dass... Naja, okay. So, wir sind wieder auf dem Hauptpfad. So. Dann muss ich gucken, was auf unserer Ideentafel noch draufsteht, weil wir hatten ja noch ganz viele andere Sachen vor. Was wir als nächstes machen. Ach halt, wir wollten ja mal das Portal bauen. Du, das können wir in der Aufnahme wahrscheinlich auch noch schaffen. Wir hätten natürlich auch die ganzen Obsidian-Teile da direkt... Halt, wir wollten ja einen Portalraum bauen, ne? Halt, jetzt glaube ich... Nee, doch. Das ist Bambus, ne? Ja. Schmeiß ich mir jetzt kurz weg. Zuckerrohr, Entschuldigung. Aber der ist jetzt heller. Das ist, glaube ich, eine Mohnblume, ne? Mohn. Aber immerhin, ich habe es mir halbwegs merken können. Alle alten Rosen sind, glaube ich, jetzt zu Mohnblumen. Wollen wir das nicht mal wegmachen? Ein Kackstift. Ich glaube, inzwischen habe ich es gereicht, dass das hier ist. So, jetzt brauchen wir noch einen geeigneten Ort. Hier ist halt ein bisschen blöd. Ja, hier ist auch nicht so schön. Hier haben wir hier bei der Überflutungswelle will ich nicht leben. Ich würde sagen, wir nehmen da die Ecke von Fred, oder? Wir können hier hin oder wir können... Oder wir können theoretisch, das ist aber die Frage. Ich würde liebend gern hier hinbauen. Dann machen wir das mal auch. Haben wir eigentlich. Ja, Erde haben wir dabei. Super. Na, schade, wenn nicht, dann hätten wir wieder zurückgehen müssen oder hier etwas abtragen müssen. Weil zu Hause haben wir in der Kiste ja ganz viel. Wir schlagen jetzt hier ein neues Zuhause auf. Und ein zweites, ein Zweitwohnsitz. Eine kleine Expeditionsstation oder sowas. So kann man sich das jetzt vorstellen. Muss auch nur 4 bereit sein. Ja, Mensch, Fred, du, das machen wir mal weg. Und bauen das mal hier ein. So, so, so. Wo habt ihr die da? Da sind sie. Erstmal die Musik etwas leiser und jetzt geht hier los mit den Steinzielen. So, das jetzt mal dann so. So. Ja, nee, das ist ein bisschen unpraktisch. Machen wir das mal so. Dann ist innen drin nur 2. Ich habe nämlich jetzt eine Idee. Tim hat eine Idee. Bitte mal hier jetzt gut aufpassen. So. Was ist mit der Größe? Na, eventuell ein kleines Stückchen noch länger hinten. Da würde ich mal sagen, passt halt besser. Naja, groß ist jetzt anders, aber das reicht. Haben meine Kollegen denn hier auch irgendwas? Haben die hier einen Ofen, meine Kollegen? Uns gibt's doch hier einen Ofen, meine ich, ne? Die sind doch so... Da ist eine Werkbank. Irgendwo muss es hier doch einen Ofen geben. Hm. Wir gehen zurück und dann nehmen wir direkt am besten alles, was wir brauchen, mit. Wir können hier schon mal diese... Ups. So. Warte. Ja, dann kommt eins... nein, doch nicht dahin, nicht Horst. Mann. Ist ganz kleiner Wohnraum. Jetzt werden wir mal hier lernen, wie man auf ganz kleinem Wohnraum lebt. Da haben wir mal keine Villa. So, das sind die Stützteile. Dazwischen kommen schön Fenster rein.
können wir jetzt schon mal reinmachen. So. Schön hell. Und da kommt hier gleich hier irgendwie die Tür hin. Machen wir dahin. So. Dann brauchen wir einen Boden, dann nehmen wir Fichtenholz. Muss man das jetzt merken? Fichtenholz, ich möchte auch zu Hause sein, wenn es dunkel ist. Fichtenholz, diesen dunklen Boden, der eignet sich wunderschön. Und haben wahrscheinlich auch, der hat auch wahrscheinlich der ein oder andere Wohnwagen. Das ist halt so eine. Das ist halt ein ganz netter, ein wohnfreundlicher Boden, der aber trotzdem irgendwie so einen kleinen Flair mit sich zieht. Der halt ein bisschen mehr ist, weil immer so ein popeliger Boden. Da geht's wieder in den Abgrund. Man hört mich hier rumtapsen. Also, man hört hier die Schritte. Ich glaube, wenn ich die Folge hochlade, sind schon die ersten Folgen um die 2 hoch. Wenn ich das hochlade, boah, dann werde ich schon richtig glücklich sein, darüber um die 2 zu haben. Zum Aufnahmezeitpunkt bin ich doch so fröhlich, dass es bald rauskommt. Heute ist der 7.12. Ach ja. Mit im Rhythmus hier schön mitspringen, ist ja klar, ne? Wieso ist das immer noch nicht gewachsen? Ich glaube, das wird nichts mehr, oder? Oder braucht er 100 Jahre? Fichtenholz. Holz, hallo. Ach da. Fichtenholz. Davon brauchen wir aber nicht ganz so viel. Vorsichtshalber mal ein bisschen mehr. So. Dann brauchen wir das. Steinplatten brauchen wir. Warte mal ganz kurz. So, Druckplatten, damit wir Tische bauen können. Dann brauchen wir ein Bett. Ein Bett. Wolle. Da. Nehmen wir mal, was haben wir denn hier gerade? Nehmen wir kurz die blaue. Holz. Nehmen wir ganz kurz. Ne, dann nehme ich lieber die hier. Weil nicht, dass wir uns die hier gleich verbauen und dann ärgere ich mich wieder hier zurückgehen zu können. So. Fackeln haben wir. Das heißt, einen Ofen würde ich da liebend gerne noch. Kürbis, warte mal, den können wir mal kurz hier einlagern. Pfeile, du, das kommt mal hier am besten hier rein. Faden kommt hier rein, aus Tradition. Ein Spinnenauge. Wow. Oder? Nee, das kann man essen, ne? Suppe. Den Stock brauche ich jetzt. Wobei, den kann ich für ein Schwert eventuell gebrauchen. Lass man trotzdem mal drin. Ein Ofen würde ich wie gesagt gerne machen. Für dort in unserer in unserer neuen Forschungsstation. Ach so, halt. Das brauchen wir auch so. Oh, ganz super. Fangen diese Achievements Get wieder an, nur das ist ja wieder ganz schlimm. Truhen brauchen wir auch, nur meistens ein bisschen Holz. Komm, nehme ich mal eins, jetzt hier Birkenholz. Dafür interessiert sich gerade eh kein Arsch. Das ist nämlich gerade derzeit nicht von hoher Wichtigkeit. Machen wir mal 2 Kisten. Halt, die waren so, ne? Halt, so. Ein Ofen, eine Werkbank, 2 Truhen.
So, würde man sagen, wir können aufbrechen, nachdem wir geschlafen gegangen sind.